Herzlich willkommen zum, ja, ich glaube, das müsste jetzt schon mal der sechste Part sein von Sims 4. Ja, wir zocken ja hier weiter, und zwar, ja, hier, wie ihr seht, der gute Micha ist da mit der Charlotte zusammen. Na, was heißt zusammen? So ganz richtig funstet auch noch nicht. Ja, das ist nun mal so, ganz funstet noch nicht, aber wir wollen einfach mal sehen, was können wir denn heute noch machen, um einfach mal, also ich will einfach mal mit der Charlotte, sag mal richtig mal, ja, zusammenkommen. So, aber Leute, was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, Moment, so, Charlotte ist also da. So, Hannes, was ist mit dir? Was hast du denn wegen Merkmal Genie brauchen? Mentale Reize. Na, was heißt denn das, mentale Reize? Klar brauchst du einen Reiz. Ja, jeder Mensch braucht bestimmte Reize. Ja, ist klar. Wenn man die nie hat, dann kann man den anderen nicht reizen. Was mir reizt, ist meine Nase. Hoffe nicht, dass ich höchstwahrscheinlich jetzt gleich niesen muss. So, Leute, was ist hier mit Charlotte los? Charlotte muss was essen, sonst fällt sie um. Kochen, willst du was kochen? Catering-Energie brauchst du nicht. Wenn wir das wieder machen, dann hält die Olle sich schon wieder so total nervig bei uns auf und das muss echt nicht sein. Macaroni, Einzelportion, kannst du machen und dann solltest du mal, ich sehe gerade, ein bisschen solltest du dich aber auch mal hinlegen, Mäuschen. Ja, Nickerchen machen, das kannst du ja mal machen. So, was kannst du noch machen? Hygiene, vielleicht ist du nachher nochmal eine Rutsche duschen, Dampf in der Dusche, jeden putzen mit Elan. Oh nee, putzen. Also, ich denke mal, du kannst schnell duschen, aber ich muss dir sagen, putzen mit Elan ist natürlich eine super Sache. Klicke auf den Müll und wähle Liegestütze. Okay. Wir können im Nachhinein auch mal ein bisschen trainieren. Das kannst du nämlich machen. Liegestütze machen, das kannst du auch. Gut, okay. Aber wir wollen ja eigentlich, wenn man Maxi hat, ey, Haushalt favorisiert. Feind. Was ist denn hier los? Yes, was ist denn hier los? Ich lese gerade oben rechts was. Ja, was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Wo ist denn überhaupt, wo ist denn der jetzt überhaupt? Wo ist denn der jetzt überhaupt? Ich will mal was glotzen, Kinder. Was heißt denn das? Der Shimutsu. Shimutsu, dieser Spieler hat die Kommentare deaktiviert. Was ist denn das jetzt? Hat mich einer, keine Ahnung, irgendwas ist hier. Ich verstehe zwar jetzt nicht, was direkt so passiert ist, aber ist auch real. Wo ist denn hier der? Ach Gott, mich, der ist auf der Arbeit. Und dann können wir uns natürlich... Gut, Leute, was will ich hier einfach machen? Ich will einfach mal Folgendes machen. Ich muss hier in den Baumodus, wenn ich habe mir nämlich sagen lassen, also ich habe einen Tipp gekriegt und ich habe mal sagen lassen, Leute, du passt mal auf, hier mal im Baumodus drin und hau mal hier das blöde Dings weg. So, hau ich einfach mal weg und Leute, und das ist ja auch so eine Scheiße, wir brauchen heutzutage schon mal, ja, eine Lampe, die nicht funktioniert. Gut, aber Leute, ich habe mir echt sagen lassen, ich muss hier mir mal was suchen. Schlafzimmer. Bett. Mensch, wo finde ich denn jetzt Betten? Dämlich? Witz. Fuck hier, Mann. Ein Bett. Einfach ein Bett suche ich. Ein Bett wäre nett. Rustikal. Na ja, haben wir da schon mal was. Alles im grünen Bereich. So, 800 Öken habe ich. Und Leute, da schauen wir uns so einfach mal was putziert an. 300 Dinger. Wo haben wir hier das irgendwie so? So. So, hier könnten wir zum Beispiel mal eins platzieren. Das andere, weil das so schick ist, können wir auch platzieren. Das können wir auch platzieren, Leute. Dann platzieren wir das einfach mal so. So, auf alle Fälle kommen sie ran. Und das ist schon mal eigentlich ziemlich viel wert. Und Leute, was soll ich sagen? Das sieht eigentlich auch mal ein bisschen netter aus. Ja, im Bett ist, alle, naja, nicht nett. Das wissen wir ja alle, dass es da nett ist. Aber Leute, es sieht ja auch gleichzeitig mal ein bisschen besser aus. Und wir wollen einfach mal wieder zurück. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen eigentlich nicht so viel bauen. Ja, der Klo ist auch irgendwann mal verstopft. Ja, sag mal, als Bett. Charlotte. Achso, apropos Charlotte. Gibt natürlich eine ganz gute Geschichte aufgrund der Charlotte. Kann ich euch mal erzählen. Ich habe ja nicht immer hier gewohnt, bevor ich hier gewohnt habe, habe ich ja woanders gewohnt. Da gibt eine kleine Geschichte, die ich euch mal erzählen soll. Oder kann. Also, folgendermaßen ist passiert. Ja, invasiver. Gut, es ist raus. Fuck, ich habe da gewohnt, ist auch real. Und da war schön Natur. Und da, Leute, waren zwei Pferde auf einer Koppel.
Ja, und die habe ich einen Namen gegeben. Und ihr könnt ja, da war ein Mädchen gewesen, was ein kleiner war als, ja, als das andere Pferd. Das Pferd war ihr Sohn. Das wurde vom Schwarzen immer weißer. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Das ist, beim Pferd ist es wohl höchstwahrscheinlich so, das wird schwarz geboren und kriegt dann eine weiße Farbe. Ist ja auch ideal. Aber ich musste ja den Bienen, weil ich da immer vorbeigelaufen bin, habt ihr ja immer gefüttert ab und zu mal, Name geben. Könnt ihr dreimal raten, wie das Frauchen hieß. Richtig. Harry. Nee, Quatsch. Harry war der Sohn. Ja, der hat von mir ein Dings gekriegt. Name, also Harry. Und die Mutter hieß Charlotte. Ohne Scheiß, ich habe die Mutter Charlotte gerufen. Und das war ja auch immer so total krass, wenn ich dann halt immer vorbeigelaufen bin. Ich habe sie immer gerufen. Die haben sie ja irgendwann mal gehört. Die haben irgendwann mal so richtig gehört. Wir hatten hier Spaß. Wir haben hier Spaß. So, Michi, geh mal auf Klo. Gut, dann machst du mal ein bisschen sauber. Dann kannst du das gleich verwenden. Okay, das machst du auch gleich. Was ist denn mit dem Duschen? So, Schätzekin ist am Pennen. Ja, und dann werden wir natürlich irgendwie mal sehen. Oh, Schätzekin, du jetzt so mal. Warte mal, bist du nicht Schätzchen? Das ist mir nicht. Geh mal schlafen. Geh mal schlafen. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt putzen oder was. Das macht er. Das macht alles Ecke. Du brauchst nicht machen. Du hier einfach mal hier beanspruchen. Kannst du mal beanspruchen. Was will die denn? Blase drückt hoch. Komm aus der Pötte, Michi. Denn der Charlotte. Denn der Charlotte musste pullern. So. Na nun, jeder mal hin. Jetzt kannst du doch hin. Hat das sauer. Ich hab das da sauer gemacht, Mann. Bist du dämlich? Was ist mit ihm jetzt überhaupt los? Warum macht er schon wieder so eine Faxen? Müll. Was ist hier Müll? Meistens ist mir immer schon noch. Ja. Nun ist gut. Jetzt ist alles gut. Ja, alles ist gut. Und was willst du machen? Kannst ein bisschen Spaß machen, Spaß kreieren, die einfach mal ein bisschen spielen. Comedy schreiben, keine Ahnung. Spiel spielen, einmal frei und Bibliothek spielen, Sim Forever spielen. Spiel einfach ein bisschen und somit hast du auch ein bisschen Spaß und somit geht gerade auch dieses gelbe Ding da weg da und alles, ja. Ist nun mal so. Und alles, ja. Judy, was ist hier noch zu sagen? Charlotte ist jetzt wo? Warum ist denn die so... Was macht ihr denn da? Ey, wisst ihr was? Charlie? Geh einfach mal... pennen oder was? Und dann ist das gut, ey. Echt? Geh einfach schlafen. Das kann ja keiner mehr sich mit ankicken hier. So. Ist einfach mal so. So, was wollen wir denn machen hier mit dem Pennen? Verdammte Scheiße, ich muss mal kicken, was... Ich muss mal was machen. Hier, das kannst du ausschalten. Blödsinn. Sitzen. Geh einfach mal gucken. Spaß hast du ein bisschen gehabt. Hunger hast du auch. Und komm mal, ich will mal was. Mach da mal und hier. Hier einfach mal dahin. Und ich will jetzt mal was kicken. Jetzt sitzt du da. Okay. Was ist das denn? Bist du dämlich? Ich werde ihn mal aufwecken. Gucken, was hier passiert. Warte mal, Süße. Was macht denn der Pisser da? Er ist immer auf zu spät. Na gut, okay, redet denn mit die? Oder redet denn nicht mit die? Ist ja wieder so eine Sache, Leute. Ist ja schon wieder so eine Sache und Hunger halt. Oh, ich sollte mal ein bisschen was essen kochen. Was soll ich denn kochen? Verdammt, scheiße, Grillkäse. Okay, 100 Portionen. Und die einfach mal ein bisschen was essen. Hm? Gut, und sei einfach mal ein bisschen bitte hier vor... verstecken. Naja, gut, okay, vor allem verstecken, dann versteckst du dich mal eine Runde, aber das sind die für eine Scheiße. Pool vermisst einer, kaufe einen Pool, Baumodus. Ja, es kann ich noch nicht machen, weil ich habe einfach mal auch kein Geld. Nö, ist einfach mal so. Und das ist einfach mal so und hast du nicht gesehen. Jo. Bla bla bla. Gut, Mäuschens. Ich denke mal, ich höre mal kurz mal auf.
So Leute, bin wieder zurück von meinem, ja, wie soll ich sagen, ich war mal eben auf Klo gewesen und hatte sogar Papier. Wir machen einfach mal hier weiter. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ja, hier waren wir alle stehen geblieben, beziehungsweise wir sitzen ja hier. Und das ist natürlich eine freudige Gründe, weil ich bin nämlich ein bisschen müde, wie ich das so sehe, und sollte dementsprechend auch mal ein bisschen schlafen gehen. Und das werde ich jetzt auch hier machen. Werd mal ein bisschen schlafen. Was ist Bedürfnisse? Ist okay. Ja, Bedürfnisse. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich möchte schlafen gehen. Was macht denn der die ganze Zeit? Sitzt der im Stehen oder was? Oder pennt er? So. Nun habe ich, wie gesagt, jetzt 2 Bettchen. Das ist okay. Eine gute Geschichte. Einmal frei. Wollen wir mal kicken, was der Charlotte macht. Der Charlotte braucht Energie sowieso. Also dementsprechend pennt sie auch. Macht denn der? Ach, der isst, wa? Okay, dann stellst du das mal weg, Söhnchen. Und die ist dann meine Eierchen. Was habe ich mir so gedacht? Ich habe mir einfach mal gedacht, um noch eine engere Bindung zu Charlotte zu bekommen, versuche ich doch einfach mal, ja, eine Badewanne zu kaufen. Erstmal nehme ich hier mal die ganzen Seitenwände nochmal weg, weil ich hatte ja gerade Stopp gemacht. Ja, ja, und ich werde mal hier Baumodus trainieren. War, muss ja im Baumodus trainieren, um halt Sachen zu verkaufen. 55 Simians. Für die Kackdusche. Alter, ich muss schon sagen, ein bisschen mehr Kohle hätte es hier gerade bringen können. Brauche ich noch irgendwie was nicht? Dann kann hier was raus. Nee. Das hier für eine Scheiße. Badezimmer. Wanne. Da essen die 250. Na, ist doch okay. Ja. Ja, jetzt haben wir hier eine Badewanne gekauft und ich habe immer noch 191 Döken. Wow, was kann man denn eigentlich machen? Was kann ich denn jetzt machen mit der 191 Döken? Was kann ich mir kaufen? Ich überlege gerade mal. Was kann ich mir noch kaufen? Irgendwas muss ich mir kaufen. Ja, was ist denn hier mit Dings hier? Kann ja mal kurz mal gucken, was die Charlotte für Bedürfnisse hat. Vielleicht will sie ein bisschen Spielzeug kaufen. Ihr wisst schon. Naja, ist auch ja, eigentlich brauchst du ja kein Spielzeug. Hat mich ja eigentlich da. So, so was ist denn hier los, ey? Was ist denn heute für den Tag? Mittwoch. Oh, Charlottchen, Hunger. Denke mal, Charlotte sollte dann auch mal was essen. Hm, Hygiene, könntest vielleicht mal Bahn, Schaumbad nehmen, baden, ja, kannst du auch einfach mal, gehst du einfach mal rein. So, was haben wir denn hier, meine? Warte mal, Michael kennenlernen. Aha, klick auf Michael, um ihn kennenzulernen, okay. Alles klar, indessen, wie sieht's denn aus mit, super, und du kannst nämlich gleich in eine Wanne gehen und ich denke mal, hör auf zu pennen, gehst in der Wanne und alle drum und dran. Gut, und dann haben wir hier diese Geschichte mit der Charlotte. Charlotte kann mich hier an dödeln, um mich kennenzulernen. Das ist ja ganz interessant. Jetzt wollen wir mal gucken in der Auswahl, ob wir hier was finden. Warte mal, romantisch irgendwie? Flirten, fragen, bla bla bla. Nee, ist nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn das da? Warte nur. Mehr kennenlernen. Ah, hier steht's kennenlernen. Okay. Dann wird die Charlotte mich mal so richtig kennenlernen, ja, bevor ich sie ihn auf den Popo hebe. Und dann werden wir mal schauen, was hier passiert. Und dessen kann auch der, beziehungsweise Icke ja wieder denn halt, ich muss eine Ich-Form sprechen, um einfach mal, ja, dann dementsprechend hier mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Ja, ich bin halt irgendwie auch der sauber Mensch, der sauber Typ. Was hast du denn, Süße? Was hast du denn? Was ist hier was eingegangen? Selbst ein niedriger Witz erzählen. Charlotte. Wie sieht's denn aus mit dir? Alle da, Blase drückt nicht mehr. Was gehst du jetzt noch pennen? Bist du dämlich? Du musst hier gleich aufstehen. Schatz. Du musst hier gleich aufstehen. Und ich kann hier auch nicht jetzt da zukicken. Ich muss dich wieder aufwachen, Charlotte. Du gehst doch gleich in den Dings. Ja, ja, ja. Nicht schlafen. Bist du dämlich? Was soll denn das, Charlotte? Aufstehen. Du musst zur Schule. Ach, zur Arbeit, meine ich. So. Micha kann das Stücke hier eigentlich essen, weil Gebäude Sandwich essen, weil was ist mit dir los? Was isst du? Was hast du denn? Mit jemandem flirten? Du kannst doch mit mir flirten. Bist du dämlich?
Kennenlernen habe ich das schon. Was steht denn das da? Trinken. Bist du dämlich? Du willst nicht trinken? Ach, Schätzchen. Flirten kannst du mit mir auch machen. Aber ich denke mal, du solltest jetzt wahrscheinlich erstmal zur Arbeit gehen. Geh mal zur Arbeit, Schätzchen, und dann schauen wir mal, was wird. Was wartet die jetzt? Hey, die Spülmaschine scheint aber auch ziemlich gut zu sein. Die funktioniert so, ja. Mal ein bisschen was sauer machen oder ist das okay? Was haben wir hier? Aufwischen, kick ihn an. Dachte ich mir schon, dass da irgendwie was ist. Jetzt sah so aus, als ob das eine Pfütze war und dementsprechend war das ja auch eine Pfütze. Und dementsprechend wechseln wir sauer machen. Icke. Bin ja wieder nach der. Wo ist denn mit Charlotte? Du musst doch arbeiten. Scheiße, jetzt sieht die mit Hunger oder was zur Arbeit? Ich wüsste auf Arbeit nicht verhungern oder was, Schätzekind. Naja, Charlotte, bist jetzt auf bist arbeiten. Okay, dann kann ich ja hier mal ein bisschen was für mich tun. Und zwar, wie sieht es aus? Muss ich überhaupt arbeiten hier? Jemanden kennenlernen, schon wieder jemanden kennenlernen. Hey, bleib hier. Dann nimm mal dich doch. Bleib doch mal hier, du Dämli. Meine Rechnung soll bezahlen. Strom abgeschalten. Oh. Ach du fuck, du Scheiße, Mann. Oh Mann. 400 noch was. Da muss ich erstmal was verkaufen. Ich muss nur mit jemand verkaufen. Scheiße, Alter. Ich muss ja was verkaufen. Naja, ich denke mal, das Ding, das brauche ich ja eh nicht, wa? Ja, was verkaufe ich doch hier? Das Blödsinn kann ich auch verkaufen. Ja, und schon kann ich meine Rechnung bezahlen. Aha, ihr wusstet, ich spare Energie, ne? Oder dementsprechend in dem Fall wäre es ja so gewesen, dass man halt irgendwie den Strom abgestellt und ich kann meine Rechnung bezahlen. Alter, hau ab, du blöde Sau! Das war, das war eben gerade. Das war eben gerade, ihr habt das gesehen, Leute. Das ist ja furchtbar. Nö. Ich muss hier irgendwie mal was machen. Ich muss mal irgendwie in eine Pötte kommen hier irgendwie, wa? Nee. Kann ich denn hier machen? Was habe ich denn hier? Gründlich noch Windchat starten. Zum Glück von Charlotte war die Beziehung nicht so. Okay, Charlotte hat gerade was gemacht und du malst. Und mach einfach mal, Mensch. Wohnt da einer? Ach so, Leute, mir fällt ja gerade was ein. Ich habe ja hier. Ich habe ja hier. Haushalt aus der Galerie einziehen lassen. Würde ja noch mal hier mal besuchen. Hubertus, Fakir, Hendrik, nö, Jakin, bist du dämlich? Jakin, wohnt denn da Jakina? Ich dachte, da wohnt einer. Wo wohnt ihr denn?
Levelaufstieg, cool. Malereifähigkeit habt ihr erreicht. Ist ja richtig interessant. Wohnt denn hier einer? Hallo? Ne, hier wohnt einer. Was ist denn das? Ich will hier keinen mitnehmen. Nein! Da werden wir mal kicken hier, was hier passiert. Im Baumodus Gaming-Ausrüstung? Ja, kann ich ja machen. Kann ich ja machen. So Leute, aber wir wollen jetzt mal kicken, was hier passiert. Hier passiert schon wieder. Dreht sich. Rin, da ist ja die. Hallo? Jungsche Ding. Tag. So, mal kicken, was hier passiert. Hm? Hat er. Hm? Ich mach mal einen Bullenwitz. Na, hier wird hier Unfug. Erschrecken. Kicken wir mal ein bisschen. Mal kicken, was hier so passiert. Wir haben ja Zeit, Leute. Hört mal auf, wir brauchen nicht immer was bauen oder so. Lass uns mal einfach mal. What the Rorone by you? Du dicke Ding, du. Ah, Maroni. Oh, kennenlernen. Hallo, hi. I. Was fährt denn da hinten? Da ist Titte da. Na gut. Irgendwie war das. Da ist ja was da hinten da lang gedödelt. Bestimmt war das ein Zug. Michael hat folgende Merkmale vom Po kennengelernt. Vom Po! So, gut. Okay, was kann ich hier noch machen? Was ist denn hier? Jemanden einen verrückten Plan vorschlagen. Einen verrückten Plan vor... Unfug, Verrückten. Wo steht denn der hier, Verrückten? Erschrecken? Nee. Was ist denn, wo kann ich denn jetzt den verrückten Plan vorschlagen? Kochen. Nee. Unfug. What the Rony by you? Was heißt denn eigentlich immer, ich möchte dir absurdes Gerücht verbreiten? Plan, wo war denn das mit dem Plan, ey? Unfug, nee, mehr Auswahl, was ist denn das? Aktion, lustig, gemein, nee. Unfug, freundlich, Auswahl. Hm. Hört euch Arbeitsplätze interessant, bla bla bla, Erfindungsgeschichte. Wo steht denn das? Warte, klick auf den Zimmer und will in der Kategorie freundlich, freundlich, nee, komm mal her. Freundlich, mehr Auswahl, freundlich. Was soll denn das? Komplimente, findet erschreckend, brillante Idee, mitteilen. Was ist denn ein Plan? Ich werde verrückt. Was ist denn hier jetzt? Freundlich die Interaktion, verrückten Plan vorschlagen. Mhm. Wo seien's denn die? Wo ist denn der? Wo willst du denn hin? Dann geh einfach wieder nach Hause. Dann geh nach Hause und dann ist es gut. Wieso Residenz? Nee. Komm, ab. Ab nach Hause. Und ja, schauen wir mal weiter. Ich will hier Kind mitnehmen. Ich bin ja allein, ich will ja erstmal dahin. So Leute, ich denke mal einfach mal, wir lassen das erstmal mit dem Part 6 sein. Hab ja doch noch ein bisschen weiter spielen können. Hab halt die Familie besucht, die Familie. Glaube. Wie hießen die? Jecken. Sollte eigentlich Lecken heißen, die Familie, aber ich bin ja da auch nicht so, ja, aber ja, kicken ja auch die kleinen Zuschauer zu. Und Leute, bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder hier wart und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Sagt euch, ja, euer Micha.